Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft mit unserem Elementarschaman Sindol. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Bei den Raptoren, haben verzweifelt das dritte Nest gesucht, wo wir so eine Feder darin benutzen müssen. Ich weiß inzwischen, wo das ist. Das soll nämlich hier hinten irgendwo sein. Ich persönlich habe da jetzt noch nicht vorbeigeguckt, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Dafür müssen wir jetzt hier noch ein, zwei Viecher töten, die uns den Weg versperren. Und danach können wir direkt mal gucken, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. So, einmal looten bitte. Einmal Kirschnern bitte. Dankeschön. So, dann dich vielleicht auch noch. Dass wir hier quasi in Ruhe vorbei können. Oh, das hat richtig viel Schaden gemacht. Nicht schlecht. 260 ist so mit unser Maximum an Schaden, was wir bisher rausgehauen haben, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Tatsächlich, da vorne ist es sehr gut. Schauen wir mal, dass wir da ohne Kampf hinkommen. Weil wir müssen oben auf jeden Fall auch noch kämpfen. So, dann schnappen wir uns die beiden mal. Also ganz ehrlich, da muss auch erstmal einer draufkommen, dass da so ein Dingens ist. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe gar nicht mal gesehen, dass hier oben nochmal so ein kleines Lager ist. Also das ist... Oh, da kommt jetzt von hinten nochmal einer. Ja, mit dem werden wir wahrscheinlich auch kämpfen müssen, weil ich mag die hier eigentlich Kirschnern. Ja, jetzt greift er uns an. Alles klar. Solange du uns nicht hier runterschubst, passt eigentlich alles. Das bisschen an Erfahrungspunkte, was wir da bekommen, ist vollkommen in Ordnung. Und ja, ich werde die Tage Instanzen aufnehmen. Ich werde die Tage Instanzen aufnehmen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Flammenschlund, Todesminen, Höhlensweg langs Burg, Schattenfang. Da kommt einiges auf uns zu. Muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht als Heiler reingehe. Was mich jetzt mal interessieren würde, die gehen bis Stufe 25 teilweise, bis 21. Das heißt, die können wir auf jeden Fall noch machen. Ich hätte gern noch ein, zwei Heilzauber. Wann bekommen wir denn irgendwas in die Richtung? Ach, gar nicht, oder? Ja gut, die Heilzauber kriegen wir jetzt wahrscheinlich inzwischen hier nur über... Ja, tatsächlich. Über den Wiederherstellungsbaum. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Als Damage Dealer steht man halt 5 Stunden an, bis man mal in den Dungeon rein kann. Das ist auch nicht unbedingt das Geilste. Sobald wir das können, werde ich auf jeden Fall die zweite Talentspezialisierung lernen und wirklich auf Heiler gehen. So, die Quest haben wir erledigt. Pilzkultur pflanzen. Machen wir das auch mal. Wir laufen jetzt einfach am Rand entlang. Auch wenn wir angegriffen werden sollten. Soll uns gerade nicht interessieren. Ich hoffe mal, dass wir hier rauskommen. No, ich glaube, hier hinten kommen wir nicht raus, ne? Können wir mal gucken, vielleicht können wir uns hier hoch cheaten. Ah ja, das geht sogar, okay. Coole Sache, dann ziehen wir hier mal weiter. Da ist auch schon die nächste Oase. Wo wir den Pilz pflanzen sollen. Magus Königskraut, schön. Ach, ich weiß nicht, das Brachland ist zwar sehr kahl, aber ich finde es trotzdem hübsch. Vor allem jetzt hier mit diesen ganzen Riesenoasen. Also die wirklich, die gab es zwar früher auch schon, aber die sind jetzt halt nochmal richtig grün geworden. Das sieht schon klasse aus. Das sieht schon wirklich klasse aus. So, nehmen wir uns das mal ran. Wo sollen wir das denn pflanzen? Sollen wir das unter Wasser pflanzen? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Pflanze eine Pilzkultur in der Nähe der brackigen Oase und beobachtet das Ergebnis. In der Nähe, okay. Oasenschnappkiefer. Oh, hier haben wir nochmal zwei Quests. Gut, versuchen wir das mal hier zu pflanzen. Das geht sogar, okay. Pilzkultur gepflanzt. Ah, jetzt sehen wir es. Ekelhafte Sporen. Sporen füllen eure Lunge, ihr erstickt und das fühlt sich an, als würden eure Augen kochen. Okay, das ist nicht so cool. Nehmen wir mal die zwei Quests an. Der König vom Berge der Zentauren. Wir wurden hierher geschickt, um die Bewegungen der Zentauren der Kolka zu beobachten. Aber nachdem wir diesen dreckigen Tieren eine Woche dabei zugesehen haben, wie sie um die Oase galoppieren, juckt es mich, meiner Axt ihre Hälse zu schmecken zu geben. Was sagt ihr, Schamane? Wollt ihr mit mir ein wenig Chaos verbreiten? Mal sehen, ob wir die Aufmerksamkeit ihres stärksten Kriegers Kurak auf uns lenken können. Alles klar?
und Verok aufstöbern. Nur nicht so schüchtern. Rektar Totenfurt hat mich hierher geschickt, um die Aktivitäten der Zentauren zu beobachten, aber der Anführer der Gruppe ist schwer auszumachen. Läuft er jetzt weg? Na gut, dann wird die Quest halt fehlschlagen, ist auch egal. Ich habe herausgefunden, dass er Verok der Derwisch heißt, aber sein Aufenthaltsort bleibt unbekannt. Könnt ihr mir ein wenig beim Auskundschaften helfen? Man würde bei den Zentauren eigentlich keine echten Geheiminformationen erwarten, aber häufig befinden sich in ihren Lagern massenhaft wichtige Papiere. Sucht die Zelte der Zentauren um die brackige Oase ab und bringt mir ein paar Informationen. Okay, der ist jetzt hier in die Richtung gelaufen. Keine Ahnung, wo der ist. Oh Gott. Kurak getötet. Wo ist denn das? Ja, das ist schön, dass du uns jetzt angreifst, aber wo ist jetzt der andere Chaot hingelaufen? Ja, jetzt ist fehlgeschlagen, alles klar. Dann erscheint er aber wenigstens wieder da, wo er uns die Quest gegeben hat. Dann können wir die nämlich direkt abbrechen. Direkt wieder annehmen. Ja, da vorne ist er. Dann laufen wir jetzt mal fix mit ihm mit. Das wird schon hinhauen. So, annehmen. Ha, ja, Sindol, das ist es, was ich hören will. Lasst uns für Unruhe sorgen. Einmal Geisterwolf. Übrigens finde ich es lustig, wie ihr unter der ersten Folge, wo wir den Geisterwolf hätten benutzen können, kommentiert habt, dass ich ja den Geisterwolf benutzen könnte. Das war mir im Nachhinein dann schon auch klar, Freunde. Nur in dem Moment habe ich halt nicht dran gedacht, ne? Kommt und holt es euch, ihr pferdegesichtigen Madenzuchten. Alles klar. Machen wir die mal fix kaputt. Da unten kommt noch einer. Und noch einer, okay. Na, die machen schon ordentlich Schaden. Ich hau mal so eine Heilung dazwischen. Sehr gut. Und wir bleiben hier eiskalt im Blitz stehen. Im Gewitter, das ist kein Problem. Oh, und da vorne ist Kurak schon. Greifen wir direkt mal an. Dem könnten wir zum Beispiel mal so einen Flammenschock draufballern, weil der einfach sehr viel Leben hat. Da lohnt sich das schon. Definitiv. Und das tickt jetzt halt runter. Können wir nochmal zwischendurch heilen. Genau, Mana haben wir ja an sich genug. Von dem her ist das kein Problem. Kettenheilung wäre interessant. Für Dungeons. Sieg! Sehr gut. Kettenheilung. Wo gibt's Kettenheilung? Kettenblitzschlag. Kettenheilung erst auf Stufe 44, okay. Aber das ist, ja, für alle Klassen. Für alle Klassen, sage ich schon. Für alle Skillrichtungen scheinbar. Jetzt muss ich nur nochmal gucken, was es hier bei Wiederherstellung gibt. Heiler, die Ahnengeister erbauen und die läuternde Kraft und Springflut, okay. Totem der Geistverbindung. Oh, wir hatten übrigens noch einige neue Skills gelernt. Die hatte ich ganz vergessen. Können wir gleich mal gucken. Das war einmal ein Feuertotem, Totem der Verbrennung. Das ziehen wir uns einmal in die Leiste. Geist der Ahnen haben wir schon, Gewitter, notwendiger Schlag, Waffenverstärkungen haben wir eigentlich auch. Sollte ich vielleicht ab und zu einfach mal draufzaubern. Windstoß war das, genau, Windstoß. Elementare Präzision, sonst haben wir nichts mehr. Alles klar, gucken wir uns die beiden Skills mal an. Einmal Totem der Verbrennung, beschwört ein Feuertotem mit 5 Gesundheit zu Füßen des Zaubernden, das eine Minute lang wiederholt einen Gegner im Umkreis von 40 Metern angreift und ihm 5,5 Feuerschaden zufügt. Ist nicht viel, bringt aber eigentlich schon ein bisschen was. Windstoß stört mit Hilfe eines starken Windstoßes die Konzentration des Ziels. Die Bö unterbricht das Wirken von Zaubern und verhindert 3 Sekunden lang, dass diese Art Zauber gewirkt werden kann. Verringert außerdem eure Bedrohung und senkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Feind auch euch angreift. Das ist wieder so ein Ding, was wir uns auf eine Maustaste legen können, wie wir das bei Merrily auch haben. Ich weiß jetzt nur nicht ungefähr, wenn da F wäre, dann hätten wir da vielleicht R. Naja, lassen wir das mal so und dann machen wir mal hier KB und dann machen wir mal hier... So, Windstoß, okay. Dann haben wir das jetzt auf der 4. Maustaste, da wo ich mit dem Daumen draufklicke und dann können wir das immer rechtzeitig benutzen. Wenn wir mal Zauber unterbrechen müssen oder ähnliches. Die Quest können wir auch abgeben. Der König der Berge, vom Berge der Zentauren.
Warum musstet ihr Gorgal denn so verärgern? Das Ergebnis gibt euch allerdings recht. Wir müssen diese Tiere weiterhin gut beobachten, um zu sehen, was sie tun, jetzt wo Kurak aus dem Weg geräumt ist. Also weiter beobachten, abwarten und Tee trinken. Gorgal wird das nicht mögen. Tschüss. Gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch einiges zu erledigen. Und zwar Geheiminformationen der Zentauren finden. In ihren Hütten. Wo haben wir denn hier die ersten Hütten? Da sind keine Hütten. Da vorne sind Hütten. Schauen wir da mal kurz rein. Gehört das hier auch dazu? Ich bin mir da gar nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Gegner hier. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier nicht allzu viel kämpfen. Nehmen wir vielleicht ihn mal ran. Na, rechtzeitig konnten wir ihn nicht töten. Aber ist auch egal, wir laufen jetzt einfach hier in die Hütte rein. Verderbnis, ein Hexenmeister. Der Kolka. Mal gucken, in der Hütte hier müsste eigentlich was drin sein. Ja, da hinten sehe ich schon was. Sehr gut. Das holen wir uns gleich. Und Blitzschlagschild kann man eigentlich auch mal auf uns zaubern. Ich vergesse das immer. Oh, hier sind sogar zwei drin. Okay. Das ist natürlich wunderbar. Hm, das hättest du gerne noch aufheben können, mein Lieber. Sordala. Da hinten gab es auch noch eine Hütte, ne? Vielleicht gucken wir da auch noch mal rein. Wenn da auch noch was ist, dann brauchen wir nämlich nicht ein anderes Lager noch dazu suchen. Ach nee, das ist gar keine Hütte, okay. Und dann hätte ich mir den Angriff jetzt vielleicht auch sparen können. Ist auch egal. Ist auch wurscht. So. Da hinten haben wir noch Hütten. Bin übrigens die ganze Zeit gerade wieder am Gähnen. Falls ihr euch fragt, warum ich mal nichts sage. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich muss mir dann gleich mal einen Kaffee machen, glaube ich. Ohne Kaffee überlebe ich den heutigen Tag, glaube ich, nicht mehr. Der Rudelhund soll da mal weg. Ach, was soll's, den machen wir jetzt einfach kaputt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer davor ziehe, Gegner anzugreifen. Sadala. Klappt doch wunderbar. Oh, da vorne sehe ich was. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Alles klar, 250. Mal gucken, ob wir hier noch zwei Stück finden. Gibt es auf der anderen Seite noch was? Das wäre ziemlich cool. Nee, da gibt es leider nichts. Okay. Da müssen wir wohl oder übel noch ein Häuschen suchen. Ich denke, hier hinten finden wir was. Wobei die Raptoren uns, glaube ich, gleich angreifen. So, sehen wir hier schon irgendwas aufblitzen? Nee, aber in der Hütte ist wahrscheinlich was. Also hier drin. Denke ich jetzt einfach mal. Ich würde da gern reingucken, ohne mich denen zu nähern. Aber gut, haut nicht hin. Da haben wir was. Sehr gut. 4 von 4. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Und müssen... Ja, geben wir die erstmal ab. Danach müssen wir noch ein bisschen weiter nach Süden mit eigenen Augen. Wobei das, glaube ich, schon die Höhlen des Wehklagens sind. Quest Nummer 1. Bringt zum Donnerkopf für Südwesten. Tongas Augen. Hm. Wollen wir da vielleicht mal hinlaufen? Nee. Ja gut, wir sind im Prinzip direkt schon an der Oase. Da können wir die Quest auch fix abgeben. Bevor wir nochmal nach unten laufen, was wir dann eh erst in der morgigen Folge machen werden. Weil jetzt sehe ich schon, aber 14 Minuten 20. 20. Sadala.
redet mit mir. Durchsucht diese Zelte, Sindol. Versucht den Gestank zu ignorieren. Bitteschön, hier 4 Geheiminformationen. Gute Arbeit, Sindol. Habt ihr diese Papiere schon angesehen? Sie sind kaum lesbar und sehen eher wie eine wilde Schmiererei aus als wie Kriegspläne. Hass, Eifersucht, Wut, Zwietracht. Es ist ein Wunder, dass Ferok diese Zentauren davon abhalten kann, sich gegenseitig zu töten. Ganz zu schweigen davon, sie zu einer Armee zu vereinen. Das können wir ausnutzen. Ferok der Derwisch, nehm mal in der Folge noch an. Ferok ist zwar schwer aufzuspüren, aber den Informationen zufolge, die ihr gesammelt habt, ist seine Gefährtin Vynet immer in seinem Kommandozelt westlich von hier zu finden. Wenn wir sie töten, wird Ferok in Windeseile auftauchen. Rektar hat uns zum Auskundschaften hierher geschickt, aber er sagte auch, wir sollen jede Gelegenheit nutzen, die Befehlskette der Zentauren zu stören. Lockt Ferok aus der Defensive und tötet ihn. Alles klar? Machen wir aber wie gesagt erst in der morgigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.